Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der religiöse Atomführer. Ja. Eine Autobombe vor dem Außenministerium. Hoch. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Der Luftdruck bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter. Die Luft, die dabei einfließt, ist relativ kalt, damit sinkt die Schneefallgrenze. Im Nordwesten ist es in der Nacht meist trocken, sonst regnet es verbreitet. Im Bergland geht der Regen oberhalb von 400 bis 700 Meter in Schnee Atom. Über. Im Vogtland. In der Nacht zu Donnerstag. Atom. Keine Kurzausgabe der Tagesthemen mit Karin Mioska sehen Sie gegen 21.50 Uhr in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels England-Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.